Servus, grüßt euch, hier ist euer Franz. Ich möchte euch heute einen Massey Ferguson vorstellen, 34, das ist ein Drescher. Der kostet 145.000 Euro, 280 Euro Unterhalt, 483 Euro die Stunde mit Mietmod. Der kann die Standardsorten dreschen. Da dazu gehören einmal hier, also das Schneidwerk. Hat 6,10 Meter Arbeitsbreite, 50 Euro Unterhalt und 135 Euro die Stunde mit Mietmod. Ups, jetzt habe ich es nochmal gekauft. Naja, egal. Dann haben wir hier den Maiskutter. Der kostet 30.000 Euro. 4,90 Meter Arbeitsbreite und 20 Euro Unterhalt am Tag und 100 Euro die Stunde mit dem Mietmod. So, hier haben wir jetzt den Drescher. Hinten hat er eine Hilfskupplung. Stellen wir mal ein. Klappen wir mal den Drescher aus. So, und jetzt klappen wir mal das Schneidwerk aus. V senken, Fisch, ein. So, schauen wir gleich mal linkermäßig, ob der da was hat. Innen mal um. Nothammer haben wir da. Die Spiegel funktionieren auch. Aber leider kann man die Spiegel nicht einstellen. Reifenstaub und Spuren legt er auf. Wir werden den gleich abschalten. Blinker hört man. Aber ich sehe hier leider keine. Das Licht funktioniert. Ah, hier sieht man, sind die Rückleuchten, aber leider keine Blinker. Hupe. So, mal die ganzen Blinker ausgeschaltet, was wir eingeschalten haben. So, dann springen wir mal zum nächsten Drescher. Hier sieht man jetzt die Strohablage. Sieht super aus. Schalten wir jetzt Häcksler. Man sieht halt, er fliegt die Partikel ein bisschen durch das Blech durch. Ich schalte jetzt den Helfer ein. Helfer umdreht. Wie gesagt, der Drescher hat eine Kapazität von 10.000 Liter. Sehr gut animiert unten hier alles. Sehen tut man halt kein Lenkgestänge. Das wurde leider nicht gemacht. Texturmäßig fällt mir auch nichts auf, dass irgendwas flackern tut. Schön hat er gewendet. Jetzt stoppe ich ihn mal. Na, was ist jetzt los? Er fährt wieder rauf. Ah ja, ich hab den Helfer dran an. Deswegen. Der Helfer sagt nein, ich schalte wieder ein. Na, häng ich
hier vorne fest. Schauen wir nochmal, ob hier irgendwas ist. Und hat hier nichts noch irgendwie versteckt für uns zum Finden. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, außer wenn ihr jetzt gerade so vorgeht, ruckartig, dann schaut es wieder rein. Würde mich freuen. Hiermit sage ich Servus, bis euch, euer Franz.